Hallo Rocco und Eistex. Hallo meine Schokohasen. Nee, doch, Schokohasen. Damit nennst du mich Schokohase, danke. Guckst du meine Videos? Das finde ich ja toll. Bitte gib einen Like, so wie ihr. Wenn ihr ein Dislike gebt, gebe ich euch ein Like. Spaß. Oh, Eistex, guck dir das an. Das ging garantiert damals nicht. Sonst hätte ich das gemacht. Was? Mit Zink herstellen. Oh mein Gott! Windturbine Hä? XL! Ach, Junge. Wir können doch nicht mal die Klotze machen. Du Scheiße, Alter, du bist so ein Scheißspaß. Du liest einfach diese. Ein Eisen, ein Keramik, Aluminium, Legierung. Willst du mich? Das ist eigentlich gar Ja, nicht so die teuer, können wir ne? nicht machen. Ja, aber die Aluminium kriegt. Kannst du So noch nicht schnell. machen. Digga, das stellt man in der scheiß groß, in großen Drucker her. Ja, im Chemielabor musst du es machen. Nein, guck mal, wie groß, wie fett das ist. Ja, das ist, da steht doch XL. Ich brauche zwei Aluminium für den Scheiß-Rakete. Ja, ich weiß, da waren wir immer verwirrt, wie aus diesen zwei kleinen Klumpen im Video einfach so eine riesige Rakete. War es nicht im Video auch so, wenn man sich reingestellt hat, dass es einfach abgebrochen hat? Ja, das war früher so, denke ich Im mal. Video. Ja, ey, was machen wir immer noch so, wie das du da gemacht hast, egal mit den biologischen Ressourcen. Früher im Video hatten die auch immer so ein Loch für jedes einzelne Ressource. Ja, das ist richtig. Das ist Also, auch von einer ja, so finde ich es Zielpizza. besser. Wer die Unordentlichkeit durchschaut, der ist ein Genie. Ich bin so ein Bastard. Das hat Sag mir, wir haben noch einen Kupfer, bitte. Archimedes und Einstein gesagt. Sag mir, wir haben noch einen Ja, Kupfer. du bist gerade eins über eins gelaufen. Ja, ich habe hier mich ein bisschen vertippt, da kannst du haben. Was? Danke. Ich dachte so bei Kupfer, wenn es unten reingeht. Oh ja, dir geil, Mann. Arbeitslicht. Und dann, naja. Oh! Jo, wie hell! Jetzt bin ich nicht mehr müde. Nimm mal immer diese F-Scan-Dinger und leg die mal hier einfach hin. Hier. Nee, ich mach gerade die Plattform. Wo soll die hin? Okay. Die Landeplattform? Ich gehe. Wir haben noch Wir, gar nee, keinen nee, nee, Dorf. I6, aber wir machen es so, obwohl, nee, das geht gar nicht. Okay, hat mich überredet. Ich wollte es so machen. Was ist denn Atomkondensator? Serienkondensator? Keine Ahnung. I6, aber ich wollte es so machen. Das, was zur verfickten Hölle. Weißt du, wie viel inzwischen ein großer Rover kostet? Zwei Exo-Chips. Denn Exo-Chips. Ah, wahrscheinlich Aluminium-Regierung. das, was ich gerade vorgelesen Ich wollte habe. eigentlich so, dass die immer zuerst hier die Mitte freischalten und dann weitergehen. Aber es geht ja nicht. Eine Frage, wie viel, weißt du zufällig, wie viele Alien-Bases es gibt? Sechs. Was? Woher weißt du das und Ich glaube warum so aber viel? drei auf der Erde auf jeden Fall nur. Oder Ich noch nehme mal weniger sogar. alle volle Batterien mit. Du hast die Dings aktiviert, du kannst es eigentlich sehen da, wie viel das sind. Wie redest denn du? Ach so, habe ich. Ach so, stimmt. Ja gut, dann. Ups, da ist schon wieder irgendwo rangefahren, man kennt mich. Was? Bin schon wieder gegen irgendwas gefahren mit dem Rover. Ich gehe jetzt alle bei Alien Basen aktivieren. Nein, du fällst so oft in irgendwas rein. Aber das Ding kostet uns später Nein. auch egal. Oh mein Gott, ich habe eine neue Idee. Das mache ich auch noch nebenbei. Bin so gut, dass ich sowas nebenbei machen kann. Stimmt, es gibt ja Automatisierung Nein, mittlerweile. Eistex, ich öffne diese Dinger da. Diese Kapseln mit Strom. Weil ich so viele Batterien mitgenommen habe, kann ich immer öffnen. Hier, soll ich die scannen? Ich habe keinen Platz. Ich scanne die einfach. 419 Eistex. Diese kleinen Dinger da.
Ich scanne jetzt einfach mal unterwegs, weil ich so viele Batterien dabei habe. Binde. Ein Exo-Chip, alter Scheiße. Fuck it! Okay, ich ja, vielleicht hast du recht, vielleicht doch nicht so ein guter Fahrer. Ja, ein Sauerstoff. Ah, können wir schon machen. Ein Keramik, ein. Ja, natürlich. Und ein Ammonium, glaube ich. Haben wir Keramik? Ja. Das ist das Ding, ja. Oh ja, ganz so Lust mit dem großen Rover nach unten zu graben, wie im Video. Von den Typen. Die waren richtig cool. Ich kann endlich aufhören, davon zu reden. Von dem Video. Ja, okay, ich habe eine neue Alien Base gefunden. Ammonium, achso. Ja, gesagt. Ach, für Hydrazin brauchte man Ammonium. Ach so was, ich habe ja, ah, ja, ich wusste auch irgendwo. Genau. Wollen wir eigentlich nur eine auf eine auf einen anderen Planeten gehen? Oder beide? Was ist? Nee, wir müssen beide. Für die Zuschauer. Ja, okay, fürs erste Video, aber dann für Felicium nur einer, würde ich sagen. Und dann kommt drauf an, auf welchen Planeten wir gehen. Nein, wir müssen immer zusammen. Nein. Doch, so, auch, doch. Es ist doch auch cool, dass wir so eine abwechselnde Sicht haben. Eben, aber dann hat einer zum Beispiel nicht den anderen Planeten gesehen. Richtig. Ja, soll das jetzt was Schlechtes sein? Scheiß Spaß. Ich finde das nice. Ich tatsächlich nicht. Ich auf Glazio, du auf irgendeinem Drecksplanet. Du dummer Wichser. Ach, weißt du, das war die. Ach. Ja, komm, reicht. So. Ich wusste nicht, dass es so kacke ist, das Game. So, gib mir einen. Wo ist denn das? Zweiter Fisch. Nicht oder Leuchtstäbe. Zweite Plattform. Nicht Block, Sauerstoff, nein. Ah, fuck. Kleiner Generator. Nehmen wir einfach die Radio. Ein bisschen höher. Ich will nur aufschalten. So. Ein bisschen sehr schräg. Das ist mir doch egal. Ja, gleich ist so ready. Oh nein. Oh, ei. Maybe. So, mir ist mal aufgefallen, ich habe noch einen Forschen Gegenstand. Okay, ich muss es also einmal komplett voll aufladen lassen. Das habe ich, das habe ich nicht, das ist auch egal. Den brauche ich. Aluminium, okay. Ja, okay. Wir brauchen nur einen Sauerstoff mal, oder? Wie, oder? Wir brauchen nur einen Sauerstoff mal, oder? Ja, weil wir auch immer auf einen Planeten gehen. Ich sag, wir müssten das machen, wir können. Was machen wir mit unseren Kindern? Eine Scheidung tötet sie. Sicher? Schon mal ausprobiert? Zu oft. Wir können eigentlich den Sauerstofffach auch erst später ranpacken. Genau, einfach immer. Irgendwas Mittleres mittragen. Ja, wir können auch einfach irgendwas mitnehmen und dann Sauerstoffmacher eigentlich. Achso, nee. Ja, ich meine halt eigentlich, dass wir immer den Sauerstoffmacher von unserer Base einfach mitnehmen können. Nee, ich habe einen neuen gemacht. Ja, dann hat sich das jetzt geregelt. Mein wunderbarer Plan. Wo ist der zweite? Wo ist die zweite Düse? Bin ich blöd? Ach, halt noch dein scheiß Mull. Okay, yalla, let's go. Okay, sieht gut aus. Wieso werdet ihr so schnell leer? HDF.
Falls ihr Tipps habt, weil wir das Spiel auch noch nie gespielt haben, schreibt es in die Kommentare. Aber wir haben schon gute Videos gesehen. Nein. Wenn ich jetzt nochmal vor Ende abbreche, dann drehe ich so durch. Oh, Gott sei Dank. Oh, das habe ich nicht bedacht. Ich werde so viele Batterien zurücklassen. Scheiße. Also, das war eine schöne Zeit mit dir, Arbeitslicht. Du musst weg. Zeig hier, also, es gibt noch drei weitere Sex. Drei weitere was? Ich bin gestorben. War mir irgendwie schon klar. Ja, aber weißt du von was? Ich bin von Nein, diesem woher wusstest kleinen du Tisch das? vom Alien-Ding gesprungen und weil ich kaum Luft hatte, bin ich sofort daran gestorben. Schön für dich. Nein! Wie komme ich jetzt dahin? Der Rover ist noch dort. Und Ja, alle ist nichts Batterien, die ich drauf. mitgenommen habe. Ja, musst du neu machen. Nö. Willst du Die nicht gehen wirklich jetzt Gott immer sei wieder Dank. dumm rumlaufen, oder? Was ist? Willst du das jetzt wieder die ganze Zeit rausmalen, dass du dumm rumläufst jetzt, oder was? Nö, ich hole ihn einfach nicht. Pech gehabt. Rover bleibt dort. Ja, meine ich ja. Pech gehabt. Wir gehen jetzt ja auf einen neuen Planeten. Nee, erst nächste Folge. Ach, Scheiße. Wir Nein, müssen. 11 Das ist. Minuten. Nein, 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 das ist die Vorbereitungsfolge. Nächste starten wir. Warum brennt es bei mir? Weil du behindert bist. Nö, 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 das brennt. Machen wir dann wieder. Tut's nicht, nein. Ja, ich weiß, dass es natürlich los nicht ist. Einfach nur vom Aussehen. Also, Sauerstoffmacher nehmen wir ja mit. So, kann dann schon mal rein da. Nein. Nee, den können wir einfach mitnehmen. Ja, sag Sogar ich ein. doch. Leg den doch scheiß noch mal wieder hin. Wie haben wir so viel organische Scheiße? Und jetzt haben wir nicht ein Harz wegen dir, du dummer Bass. Jetzt habe ich keinen Kanister. Hast du Ich habe mach nicht mal ein kurz ein Harz Harz, bitte. verwendet. Mach mal ein Harz. Mit deinem Kanister. Warum brauchst du eigentlich eine Landeplattform? Damit wir noch mal zurückkommen. Dafür ist doch dieses Anfangsding da hinten da. Nein. Doch. Doch. Vielleicht deiner Welt. Wollen wir um Center Shock wetten? Hallo? Verstehe ich nicht, Willst aber du? egal. Doch, lass uns Center Shock wetten. Hier Ein und. Harz. Ein Harz. Komm schon, du schaffst das. Lass mich mal aber kurz gucken. Ja, weiß ich nicht. Ich gucke es hier nach. Ressourcen. Wo ist die andere Hier. Schuhdose? Zwei Kohlenstoff und ein Schwefel. Dadurch gibt man Sprengpulver, I6. I6? Ja. Weißt du, ich glaube, ich weiß, woher man Exo-Chips bekommt. Ich glaube, von den Exo-Koffern. Was? Ah. Hast du meine Chips gegessen, alle? Dann juckst mich nicht. Digga, über den Witz lachen wird eh verbrennt. Du hast schon vorhin erzählt. Digga, ich stell dir vor, jemand erzählt dir zweimal am selben Tag denselben Witz. Ha. Hä? Was ist das denn? Ich hab so viele Batterien vorhin mitgenommen, ich glaub's nicht. Gewonnene Lol. Bytes, wo haben wir Lol. 1500 Bytes bekommen? Lol. Ich habe gerade einen Challenge gemacht, habe dadurch einen Buggy bekommen. Alter, geil! Brauchst du noch einen Sitz dafür? Stimmt, wie komme ich denn ein? Ach, stimmt, du musst ja eh einen Sitz. Wir müssen zwei Sitze machen. Einen für die Wieso? Rakete. Wir haben noch eine zweite. Ja, ich weiß.
Er hat aus zwei Sachen hergestellt. Haben wir den schon erforscht? Ja. Wo ist denn der Tick? Ah, da So, ist er doch. Jungs. Braucht zeige mich. Er ist eins. Ich habe auch eins. Oder nicht? Hör auf damit. So. Ach so. Bitte auf damit. Ja, Nicht nur direkt einmal vor kurz. unserer Base. Ja, okay, warte. Ja, es ist ja schon zu spät. Jetzt noch früher sagen wir. Hab ich. Ja, noch etwas früher. Bevor ich damit angefangen haben wollte. Guck mal, Isaacs, hast du für solche keine organische Ressource gemacht, sondern Gemisch? Ne? Von keine organische Ressource gemacht, 4 Stück, sondern Gemisch, dann hätten wir jetzt, hätte ich nicht vor der Base rumgebuddelt wie so ein Mongo. Keine organische Ressource, richtig. Wir haben überall schon welche gehabt, ganze Zeit. So, was brauchen wir? Extra Auftragsplattform. Toll. Ach, das hat es mit dem Schrott und so, ne? Nein. Doch. Nein. Das Doch, ist die doch, doch. Handelsplattform. Ja, meine ich ja. Das ist sie aber nicht. Gut, überzeugt. Was meinst denn du? Wo ist denn der kleine? Ach so, da hinten bei dir. Weißt du was? Deswegen habe ich mich selbst dazu überzeugt. Ich nehme nur noch keine Batterien mit. Ah, wohl doch zwei. Holst du den anderen Rover? Nein. Oh gut, wenn ich ihn nicht mehr sehe, ja. Weil ich muss ja noch ein paar Alien-Basen aktivieren. Ich will das auch zu 100% spielen, Isaacs. Ich will alles freischalten. Okay. Also, alle Planeten, alle TPs, alle Alien-Basen. Ich kann nicht Alle beide, ich kann Planeten. nicht. Ach so, ja, alle Planeten aktivieren, ja klar. Ja, genau, und auch alle halt. Alle. No. Gibt es denn RTG überhaupt noch? Ich habe den bis jetzt nicht gefunden. Wo stellt man den Da. her? Doch, ich habe ihn, glaube ich, gesehen. Bei 2er, ne? Bei Mark kann aber sein, dass er wirklich Chance gemacht wurde. Vielleicht auch 3er oder so. Als Verteiler. Hier, ja, RTG. Ein Lithium und ein Nano Lisimigir, ja. Ah, hier. Nano, was auch immer. RTG, okay, gut. 2 und. Wollen wir abmachen, dass wir die Base nicht mit RTGs befeuern? Also Ja. Basen, sondern den Ja, nur das, so ja, das mit als. Wind. Richtig. Ich kenne dich doch. Als ob mich ein kleiner Busch aufhält. Hier ist eine mittlere Windturbine, I6. Ich weiß. Hier ist eine. Das ist noch wichtiger. Ich mache die Batterie ab von dem Rover und mache eine kleine Windturbine ran. Nimm die doch einfach mit ins Inventar. Nee. Der Rover soll aufgeladen werden durch die kleine Batterie. Verstehst du? Durch die kleine Aber Windturbine. das Jetpack ist Ah? genug verfahren. Oh, hier. Ja, warte mal, wird es nicht hier? Was kann ich Nee. denn noch machen? Was brauchen wir denn überhaupt alles? Wir bräuchten. Akkus. Wovon machen wir Strom? Wind. Auf dem zweiten Planeten? Ach. Kein Wind. Und nicht mit Verlängerungskabel auf dem Ding gehen, auf dem Berg. Na, wollen wir direkt auf den Mond gehen? Auf dem zweiten Planeten? Ist das ein Mond? Ja.
Das ist ein Mond. Wir müssen direkt eins nach dem anderen gehen müssen. Ich nach der Reihenfolge. Erst auf den Mond. Dann auf den da. Wieso? Da gibt es Weil aber das kein. eine Struktur braucht, Eistex. Aber es hat keinen Grund einzugehen. Doch, Wolfram. Ja, das können wir auch auf meinem Planeten holen. Und Zink haben wir hier. Eben, aber wir gehen jeden Planeten abklappern. Richtig. Aber nicht mit dem. Lass. Ich bin mit Kalidor zufrieden. Nee. Wir müssen eins nach dem anderen machen, Isaacs. Dann willst du jedem Planeten so eine Base errichten und dann weitergehen? Genau. Und überall auch noch die Monde aktivieren. Und ey, die Alien-Basen. Und Isaacs, der Mond ist doch so klein, erinnerst du dich nicht mehr? Das, Digga, den kriegen wir in zwei Folgen weg. Echt? Vielleicht sogar in einer. Technisch. Nee. Nein, okay, nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Wir können ja mit dem gar nicht die Mittelpunkte erreichen. Wolfram. Aber erinnerst du dich nicht mehr, wie klein der war? Doch, natürlich. Ja. Also, das aber, ist die ganz. Aber was willst du darauf machen? Nicht alle Basen aktivieren und halt Wolfram holen. Dadurch hat man, glaube ich, schon Chemielabor. Ich guck kurz. Chemielabor, Keramik, Wolfram, Glas. Gab es da auch Glas? Glas ist Quarz. Kann man? Nee, kann man nicht mit dem. Warte mal. Lehm, glaube ich, schon. Hast du jemals eine Alienbärse mitten in so einem Berggebiet gesehen? Ja. Also so richtig drin. Ja. Ich noch nicht. Alles gleich kaputt. So. Noch ein letztes Mal. Ah, doch, kein letztes Mal. Und ein letztes Mal. Und ein letztes Mal. Und ein letztes Mal. Ach komm, ich schau. Fuck. Okay, ich versuche. Ach, Zehner. Ich hätte zwei Kanister machen sollen, ich wusste. Yeah. My name is Aztex. Okay, das reicht. Brauchen wir Kupfer? Ja. Ja? Irgendwas brauchen wir das. Da bin ich mir ganz sicher. Aber auf dem zweiten Planeten gab es, glaube ich, Kupfer. Ja. Unterirdisch. Stimmt. Isaacs, die Base, die Alien Base ist so krass. Deswegen war ich auch verwirrt, warum die so krass im Berg ist, weil man nicht mal ihren Boden sieht, ne? Also, die ist einfach mittendrin. Ich muss mich zu dem Panel da freibuddeln. Wie für dich? Nee. Genieß. Weißt du gar nicht, was es geht? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr küssen wollt. Was ihr sehen wollt, was wir in der nächsten Folge tun, außer zum nächsten Planeten fliegen. Das, heißt das zum Mond. Ist ja die Vorbereitungsphase. Was brauchen wir denn alles? Ein Küsschen von Omi. Was nehmen wir als Stromquelle, wenn wir dahin fahren, fliegen? Müssen wir Solar nehmen. Ja, Wind wird nichts. Ja, oder? Oder Batterien und Generatoren. Ja, aber Gemisch nehmen wir nicht mit und auch kein organisches Zeug. Gemisch gibt's doch dort. Ja, eben. Deswegen nehmen wir es dann nicht mit. So, du meintest das ja auch von hier mitnehmen mäßig. Ja, natürlich. Nee, du hast halt nur gefragt, was wir als Strom benutzen. Ja, aber es sind doch die Vorbereitungsdinger. Ja. Ich meinte mit Vorbereiten einfach nur schon besprechen. Ja. Nein. Wieso? Hab's genau. Was brauchen wir denn noch? Oh, jetzt habe ich kein Leben, um die Base freizuschalten, Ice Stacks.
Ich verstehe die Alien Base nicht, die ist einfach nur in einem Berg. Wir können kleine Batterien mitnehmen. Was ist? Wir können kleine Batterien auf jeden Fall mitnehmen. Nein, brauchen wir auch nicht, da gibt's auch Zink, auch unterirdisch. Ja, aber warum sollten wir? Ja, dann können wir auch einfach Gemisch mitnehmen. Oder auch gar nicht die Ressource. Ja, aber okay, Batterien dann haben wir direkt Schmelz Strom. Hoch. Naja. Oh, ich glaube, mein Jetpack ist bei dir. Jetzt muss ich hier so langsam durchbuddeln. Ich glaub's nicht. HDS! Ich brauche dein Lehm-Ding. Das heißt, ich geh erstmal zum nächsten Alien-Ding-Base. Was ist denn mein Lehm-Ding? Bohrer. Upgrade. Ach so. Oh mein Gott, Digga, okay, ist, ich bin hier und jetzt. Ich. Ah ne, doch nicht. Jetzt, letzter. Da ist der Mond! Auf den gehen wir nächste Folge. Kann ich schon vielleicht. Gespannt. Aber erst gegen Ende ungefähr, weil ich zu dumm bin, um alle Alien Bases zu aktivieren. Na wohl, hat nichts mit Dummer zu tun. Das Game ist dreckig. Ja, mein Video ist gerade nicht so spannend tatsächlich. Wen wundert's? Eigentlich schon nicht, ich krieg nichts hin. Geil. Ich nehme schon mal kleine Batterien mit. 4 Stück. 5 Stück. Brauchen wir noch irgendwas? Müssen wir mit Graphit irgendwas verkleinern? Nö. Könntest halt schon von Anfang an so einen mittleren Drucker halt mitnehmen. Wir können eine große Klappe B und eine R-Zentrifuge mitnehmen. Perfekt. Haben wir ein kleines Solarmodul gefunden. Ja, erstens das. Und zweitens können wir welche mit Kupfer bauen. Und drittens. Achso. Ah, da brauchen wir Kupfer. Ich habe gerade eben kein Kupfer mitgenommen. Egal, ich muss den nochmal rein. Und wir können. Warum ist da kein Platz da? Wir haben 2 mittlere Slots, da wir den Sauerstoffbacher einfach mitnehmen können. Ja. So können wir 2 große Sachen mitnehmen, also die Erzentrifuge und den Schmelzofen. Genau. Cool. Und du musst nicht mal Graphit herstellen mit der Erzentrifuge. Ich habe vorhin Graphit gefunden. Ich auch. So besonders bis jetzt auch nicht. Danke. Verpacker. Fühl mich einmal cool. Meine Fresse. Ich finde kein. Kein Kerker. Kein Alien Base. Ich will was gucken. Ich wette, die nächste, die ich finde, habe ich schon erobert. Können wir ein 8er-Pack Batterien mitnehmen? Wie meinst du? Ja, können wir. Ja, ach, meinst du in dem mit dem Ding, mit dem Fach da? Dem aufklappbaren Ding? Lager, ja. Genau, mit dem Lager. Kann wir mitnehmen. 8 Batterien einfach. Ja, wir können 16 mitnehmen, in meinem halt auch noch. Ja, dann lass wir das mit der Plattform, würde ich sagen. Die sind easy herzustellen. Der Strom ist eigentlich. Ja, aber. Schwer. Ja, okay. Ja, wollte ich gerade sagen, lass noch die Erzentrifuge oder so mitnehmen, aber kostet auch nur 2 Gemisch und 1 Harz oder so. Also, so. Mhm. Oh ja, ich sehe exakt die neue Alien Base gefunden. Oh, das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich nach Hause komme. Oh, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist sogar vielleicht die, wo ich gestorben bin. Warte mal. 2 Dinger. Bin ich hier gestorben? Ah, schade nicht. Brauchen wir noch irgendwas? Du musst Kupfer schleppen. Nicht. Gibt es da Aluminium? Ich glaube auch, ja. Ah, ja, ich glaube, sonst kannst du keine Rakete bauen und das. Ja, um zu verschwinden zur Not. Ich glaube, Aluminium ist auf jedem Planeten, um zu verschwinden halt. Dann. Den gibt es da. Lehm bin ich mir nicht sicher. Warte, ich google kurz. Doch, garantiert, ich erinnere mich zu 1000%, alles gut. Aber ich und selbst dann können wir mit der Erzentrifuge herstellen. Stimmt. Dann. Haben wir alles im Video gesehen? Gibt es noch irgendwas? Vergiss nicht, die Videos zu erwähnen. Quarz! Quark?
Glas. Kann man auch. Na, doch, stimmt, in der Erdzentrifuge, oder? Achso, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, Lehm, das gab's schwarz, auch ja. irgendwo. Okay. Da ist Ach, alles kann gut. man auch herstellen. Okay, dann habe ich mich doch nicht Geld vorhin. Dann brauchen wir eine Kupfer. Nein, 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 ich sterb wieder. Ich sterb wieder. Ich sterb wieder. Bitte, Wie bitte, kann man denn bitte. so schlecht sein? Oh mein Gott. Ich habe vergessen, dass ich keine Luft kriege. Bist jetzt wieder tot. Nein, 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 das ist gut. Ich bin mit meinem letzten Atemzug, habe ich überlebt. Man kriegt doch erst Luft, wenn man die. Ah ne, da kriegt man trotzdem noch keine Luft. Es fehlen noch Oh, wie zwei toll. Alien-Bases und die eine ist auf dem Mond. Warte mal. Ah, jetzt lohnt sich sogar mal den Kompass zu benutzen. Ich bin, wenn ich in die Richtung der vorherigen Alien Base gucke, Weiß nicht dann mehr, wo es ist. N. ah, ich sehe, wo du bist. Du kannst einfach in meine Richtung fahren. Stopp, ich werde ersticken, weil ich gerade in der Alien-Scheiße bin. Ja, ich sehe, wo du bist. Ah, okay. Ah, ich habe mich jetzt irgendwo hintippelt. Ja, ich weiß. Beim Wild Rover. Ach so, wir hätten uns einfach hintippeln können. Ja. Hab ich vergessen, dass man das machen kann. Ich sag mal, man kann es generell tippen. Guck mal, wie viele Batterien hier liegen. Warte, ich komme gerade. Ja, hol dir einfach die Sachen ab. Ach Das ist so, sogar mein ja, warte, Arbeitslicht. dann laufe ich nochmal zurück, um Batterien abzulegen. Ich habe mich schon Was ein vorbereitet aufs Spaß Weg ich auf bin. Wegkriegen. Ja, dann tippe ich mich jetzt mal kurz zurück. Ah ne, weißt du was, nehme ich jetzt einfach den Rover. Nein, hol den davor. Also. Was? Hä? Man stirbt einfach. Ja, okay, jetzt habe ich offiziell den Beweis. Was Wenn man vom Tisch ganz normal runter geht, stirbt man instant. für ein Tisch? Vom Ding. Von Alien Base. Du musst nur noch vom Tisch runterlaufen. Mit voller HP, du stirbst. Was für ein Wo ist die Scheißschaden? Alien Base? Hier, komm mit. Auf dem Berg da. Wo Komm bist du? mit. Ich sehe dich nicht. Digga, du siehst mein Da fettes hinten. Ja, Signal. ich weiß, nein, aber das ist so viel. Jetzt komm. Geh los. Ich warte auf Los. dich. Ja, ich geh los, dann muss ich auf mich warten. Digga, das ist so dumm, dass man einfach davon stirbt. Ich bin ganz normal den Tisch runtergelaufen. Drecks Game. Alles 32 Minuten, ne? Ja, wir holen ein Stuff noch. Wir Oder überziehen willst du ja auf eh jede Zap-Zap-Zap Folge. einfach noch eine Folge starten? Nein, nein, die nächste Klasse sind nur die Vorbereitungen, danach ist wirklich. Also wird es ein bisschen längere Folge, sogar so 40 Minuten ungefähr. Naja, es wird ein Ah Special. nee, ich muss halt. Nee, ich werde halt nächste Folge noch Isaacs. Achso, ja, warte mal, ich aktiviere mal kurz Kompass. Habe ich auch die ganze Zeit an. Wir laufen gerade in die falsche Richtung irgendwie. Ah Nein, haben nee. wir nicht. Geht's, ja. Hä? Doch. Ja, Nein, tun wir. tun wir nicht, tun wir Doch, nicht. da hinten. Nein, Ah nee. dahin. Ich hatte doch recht. Da in die Richtung. Ich glaube, wir sind aber dorthin, wo ich denke, das richtig ist. Nein, du läufst zur anderen. Ja, aber da sind auch die Rover-Sachen. Die werden mir angezeigt. Okay. Mal gucken, ob ich hinschaffe. Bist auch wirklich ein unerreichter Genius. Ich oder du? Du, das einfach mit wenig Luft einläufst. Nein, Aerodynamik. Digga, das hat doch nichts mit Luft zu tun. Oder meinst du gerade? Ja, natürlich gerade. Hä, nein, ich laufe gerade. Ich habe nur eine Abkürzung zur Base gelaufen, um da jetzt einmal Luft voll zu tanken. Dann laufe ich zu Dingens. Die ist gegenüber von unserer Base, wo ich gerade eben hingelaufen bin. Nein. Doch. Kann man zwar einen IQ von einem Affen haben? Ich dachte, ich wäre du.
Verstehst du? Ich laufe jetzt einfach zu der da hinten, ob mir folgst du Dieses oder. Zeichen, du bist mir auf der Minimap als Zeichen angezeigt und ich dachte, ich wäre das Zeichen. Das ist ja schön, ich laufe immer noch zu einer Alien Ja, Base. aber das Problem ist, dass oben, wo wir am Anfang waren, da sind die Items. Ist ja schön für dich, du kannst dich immer noch von Base zu Base teleportieren. Ja, aber jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Ist das scheiße dumm, ich bin schon da. Gleich. Nee. Man kriegt aber viel mehr Fallschaden, das musst du ja schon lassen. Nee, Fallschaden nicht. Nee, was hast du mit Fallschaden zu tun, wenn ich von dem Tisch runterlaufe? Und der Fallschaden schippt ziemlich viel, würde ich sagen. Nee, vorhin bin ich von der ganzen Klippe runtergefallen, ist nichts passiert, aber wenn ich aber vom Tisch runterlaufe, dann sterbe ich. Ah, ich bin hier, hier ist eine kleine Windturbine, nehme ich mit. Den zweiten Planeten. So. Auf dem Berg mit Verlängerung, yalla. Ja, okay, das Game kann, man kann ich mein Game nochmal laufen. Geil. Jetzt muss ich kurz zurücklaufen, um Luft zu holen. Ich hasse dieses Drecksgame. Das immer noch so viele Bugs hat, das ist unverschämt. So, warum hast du so viele Batterien hier liegen lassen? Habe ich nicht liegen lassen, die wollte ich gerade mitnehmen, bin ich vom Tisch runtergelaufen, bin einfach gestorben. Wenn ich das nochmal erwähnen muss, dann drehe ich noch durch. Da hätten sind ja noch mehr Batterien. Ohne. Ja, ich war, ich habe überall. Nicht alle mitnehmen. Ich muss ja gleich hin und die Sachen einsammeln. Ja, kannst du ruhig mitmachen, ich kann nicht alle aufsammeln. Achso, ja, das ist logisch. Ich habe zweimal volle volle Alter. Nee, ein Ich bisschen mehr gerade sogar zur wegen dem gleichen Rover. Base teleportiert. Ach nee, ist die Alien Base zu weit weg? Hätte ich mir Verbindung machen sollen. Nein, es sind genau perfekt. Verbindung hingelegt. Nee, ich bin zu anderen gelaufen. Dann bist du Aber dumm. ich schaffe es ganz knapp. Vielleicht, bitte, es ist so knapp. Bitte, ein Hast halber du es Meter auch oder so. verdient? Nein. 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 Alter. Ich hoffe, dass du Ich kann den stirbst. Rob. Ah, Glück gehabt. Der Profi, Digga. Ah, und sogar am richtigen Ding, wo ich gerade eben gestorben bin, weil ich vom Tisch gelaufen bin. Jedes Mal, wenn du dich teleportierst, Isaac, pass auf, du kannst sterben. Bleib Doch, kann einfach man. unfähig. Ich bin ganz normal runtergelaufen. Guck sie mir in der Aufnahme an. Während du in die Konsole slash kill Mini eingegeben hast, oder was? Warum Mini? Mini, aber egal. Ich hab Mini verstanden. Sehr schön für Egal. dich. Das heißt doch sogar die Batterien von. Ah, nee. Du hast sogar die Batterien vom Rover geklaut. So, und jetzt gehe ich zur nächsten Alien Base. Also, man kann inzwischen rausscrollen, ne? Ja, konnte man schon fast Eine sehen. Frage, was für ein Zeichen hat dein Alien Base? Ein Dreieck. Gut, dann gehe ich zum Kreis. Nein, ich bin wieder ohne Ding losgegangen. Scheiße. Wieder ohne Border Support. Ich muss nach Hause eigentlich. Warte mal, wo ist unser Haus da? Willst du ja eigentlich eine Stundenfolge rausmachen? Werde ich machen müssen, ja. Dann weißt du, nee, finde ich besser. Weißt du, dann können wir sofort auch in der nächsten Folge einfach starten, anstatt ja 10 Minuten Vorbereitung noch zu machen und dann fliegen, weißt du? Do you know? Ja, mach einfach hin. Ja. Ich mach's dir auch eine Alien Base, dann geht es ja schneller. Hast mir einen Rover geklaut. Und auch einen zweiten. Ja, zwei. Ja, und den zweiten hast du mir Die auch P geklaut. ja, wie soll ich zwei fahren gleichzeitig? Den einen hast du verkackt, den anderen hast du dann auch verkackt. Nein. Doch. Ich fahre doch gerade mit einem rum. Und der andere ist an der Alien Base. Tippe ich halt rum und dann findest du ihn. Bin nie verkackt, ich war einfach nur vor der Alien Base. Ich bin runtergelaufen von dem ganz normalen Tisch und bin einfach gestorben. Aus willkürlichen Gründen.
Weil das Game nach 2 Jahren immer noch verfickt so viele Bugs hat. Was einfach so unverschämt ist. Vielleicht heißt der Kreis auch, dass es nicht aktiviert ist. Das wäre ziemlich gut. Das war deine Base dann. Na, geht schon 40 Minuten. Diese Folge gucke ich mir sowas von einem Zug an. Wer sich alle folgt. Ah, wir haben keinen gebrannten Lehm, du dummer Wichser. Oder wenn er das irgendwo versteckt. Ja, hier ist er doch. Ja. Wo waren und den die anderen habe ich. Batterien? Einer. Oder Anpassungsstufe. So, wo ist denn der Rover jetzt? Ah, da. Und dann gehe ich jetzt zum Kreisding. So, warte mal, ich wollte mal gucken. Wie cool du bist, von 1 bis 10. In welche Richtung die nächste Raumstation wäre? Da gehe ich gerade hin. Ich habe einen Flip gemacht. Ich sehe dich ja, du gehst gerade so, glaube ich, zu selben hin. Okay, wir machen. Ich bin nicht mal in Bewegung. Nee, aber ich sehe dich. Und ich glaube, dass dir die selber angezeigt wird, weil du in der Nähe von dir bist. So fahren. Muss von mir aus hier. Müsstest du nach Norden. Und muss nee, ohne Seife waschen. Du musst nach Westen. Welt fahren. So. Wo muss ich deiner Meinung nach? Glaub nach Westen. Okay. Ich muss generell überall hin, wo unser Base ist. Oh, hier I6. Hier ist Kupfer. Wofür brauchen wir nochmal Kupfer? Keine Ahnung, nehme ich dich mit. Für irgendwas Kupfer ist das gebraucht. Einzige, was wir mitnehmen müssen. Ich weiß, war nur ein Joke. So. Oh, endlich baue ich hier bei dem scheiß Gebirge hier normaler. Wahrscheinlich bei einem Gebirg. Alter, welche Koffer soll ich mitnehmen? Drecks Wald zu fahren. Na, mehr kann ich nicht mitnehmen. Das reicht. Oh. Ich hab irgendwie 3 Stück mitgenommen oder 2 nur. Ich werde niemals meine Boys die Windenergie verraten. Wir müssen ja aber leider. Ja, oder wir machen ganz viel. Wenn die Batterie meinst du, er haut schon hin. Vielleicht. Ja, wird bestimmt hinhauen. So viel Strom brauchen wir dort gar nicht, ne? Natürlich nicht. Oh, ich hab eine kleine Batterie gefunden. Bleiben wir unseren Boys treu? Was? Bleiben wir unseren Boys treu? Unseren Boys. Den Windturbinen. Nein. Können wir nicht. Okay. Du willst auf dem zweiten Planeten. Ja, aber doch können wir eigentlich. Gehen dorthin. 8 Batterien und so. Wir brauchen nicht viel Strom. Wir haben 16 Batterien mit. Das ist ja noch besser. Noch ein Grund mehr, dort Windding aufzustellen. Weißt du, da kannst du auch auf den Berg gehen, da gibt es viel Windanimation. Da werde ich nie vergessen, die Szene. Weißt du was, ich habe keine Lust auf diesen Berg. Ich fahre jetzt einfach mit dem Rover da rein und lasse ihn einfach später da liegen. Aber mal Retro Club an, einfach höhere Windanimationen. Ich also weiß. Stärke. Aber du wirst einfach nicht glauben, wenn das steht. Niedrige Luft. Und so, scheiße. Du so. Ja, Mann. Das sind Animationen, ich schwöre es. Komm mal hoch, komm mal hoch. Dann hast du erstmal zwei Stunden Kupfer gefarmt für die Verlängerung. So, um dann zu merken, dass es nichts bringt. Alter, Eisnix, es gibt jetzt ein Höhlensystem irgendwie. Wie in Minecraft. Man kopiert das Spiel. Oh, ich habe eine aktivierte Alien Base gefunden.
Weil ich. Dann fahre ich einfach mal nach Norden. Kannst du machen. Oh, ich habe ein Solarmodul gefunden, ein kleines. Nice. Hab ich auch. Echt nice. Oh nee. Ich habe noch eine kleine Batterie gefunden, aber die kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Junge, kostet ein Zink. Weißt du, wer hat sich über so eine kleine Batterie gefreut, weil die früher Lithium gekostet hat? Lithium. Lisa Chrome. Oh, ich habe einen Stahl gefunden. Ich glaube, ich werde aber. Es wäre dann wirklich welche, bei mit der dem... schon da. Wie bitte? Ich hab. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Ich bin in der Nähe. Stellen, nachdem du mich die ganze Zeit geflamed hast. Ich hab dich nicht geflamed, ich hab die Wahrheit gesagt. Wichser. Okay, und was ist denn die Wahrheit? Meine Meinung. Was ist deine Meinung? Du bist falsch. Nö. Ich habe gerade aber Angst, dass die Alien Base so weird aufgebaut ist, dass sie gar, dass man die gar nicht aktivieren kann, hä? Ah, jetzt doch da unten. Man muss die ganze Base freibuddeln, ne? Ich such mal man weiter. Muss die ganze verfickte Base freibuddeln. Hast du halt geschrien? Nö. Aber ich sterbe wieder, weil... keine Ahnung. Weil das ist das dümmste Game in der Welt gerade ist. Ich kann mich nicht hochbauen einfach. Doch, du bist einfach scheiße. Nein, kann ich nicht, Digga. Mir ist ja auf den Sack, Mann. Ja, Mann, du sollst einfach nicht mehr. Übelst verbuggt, Digga. Du weißt doch, dass es übelst verbuggt ist. Nein, ist es nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Mit 10 ist das normal, dass wenn man von einem Tisch läuft und dass wenn man sich hochbaut, dass es so langsam ist. Ah, jetzt geht's auf einmal, ne? Korrekt, Game. Ich hab mehr das ist richtig Klo. Kupfer gefunden. Das ist ja mal richtig low. Ah, ich hab den Anschluss gefunden. Jetzt hast du verloren, Alien Base. der Kampf auf Leben und Tod. Gewonnen. Der Sieger ist Rey Mysterio. Warte, aktivierst du gerade eine andere Alien Base? Ne, ich suche noch, aber eigentlich mache ich gerade Kupferabbau. Ja. So, letzte Batterie, weg mit ihr. Ach, das ist scheiße. Ja, was sind das für riesige Schluchten? Welche? Und ich hab's gleich geschafft. Welches Huhn hat so eine Welt generiert? Und ich hab's geschafft als 6. Was? Die schwerste Base im ganzen Spiel freigeschaltet. Nein, die anderen sind schwerer, die findet man nicht. Wie bitte? Die anderen Bases sind schwerer, die findet man nicht mal. Ah, wenn du eine Ahnung hättest, was ich hier gemacht habe. Ich hoffe, du guckst irgendwann die Folge an. Dann entschuldigst du dich bei mir sowas von. Weil ich jetzt erst ohne Bohreranpassung war. Ja, okay, wir haben noch 10 Minuten die andere Base aktivieren als 6, komm. Das sind noch 2 Stück.
Nein, es ist eine. Guck, warte mal. Ich gehe drauf. Es ist noch eine. Oder nee, warte mal. Ist es auch noch dunkel? Ah, ich meine nicht. Die ist nicht auch noch dunkel, I6. Ich habe zwei Stück. Es waren drei Stück, bevor ich. Oh, ja. Bevor du okay, aktiviert dann, hast. Ja, dann sind es wirklich zwei. Okay. Weil wir nicht dahin, wo ich hinfall. Und wo ich nicht hinfall, weiß ich nicht. Bist du auf den, der Richtung Norden? Es gibt einen am Äquator 4, was auch immer das bedeuten soll. Ich fahre nach Game, bitte! Ich bin tot. Danke. Danke, Game. Mal wieder. Danke. Hey, danke, Merkel heißt das. Hat ein verficktes Mal. Das Game ist so verfickt, verbuggt. Gerade jetzt nicht mal. Ja, ja. Ich hab's wirklich nur überlebt, es ist so dumm. Ich glaube, ich deinstalliere dann Astronier. Astron, ja. Es ist wirklich so, dass man immer noch. Es ist immer noch so dumm verbuggt. Es ist unglaublich unverschämt. Man sollte Geld dafür bekommen, dass man es spielt. Und nicht dafür bezahlen. Kriegst du auch Geld dafür von YouTube? Jetzt habe ich kein Penny bekommen. Obwohl ich qualitativ gerade, ich würde sagen, der beste YouTuber bin. Wenn man mal ehrlich ist. Ja, bei mir auch. Das Spiel läuft in 50 FPS, in 30 FPS. In 14 FPS. Ich gehe jetzt. Ich glaube, die Kreise bedeuten immer nicht aktivierte Basen. Weißt du, wie ich meine? Welche Kreise? Es gibt doch Alien-Basen, die haben Dreiecke und manche haben Kreise. Ich glaube, Dreiecke heißt, dass sie aktiviert sind, weil gerade eben war hier ein Kreis. Habe ich sie aktiviert und jetzt ein Dreieck. Das heißt, ich weiß schon, zu welcher Alien-Base ich gehe. Keine Ahnung, warum du so lange brauchst. Du Loser. Ah, meine Batterien sind leer, warte mal. Oh, das ist perfekt. Was ist halt einfach hier? Wir sagen, dass du das ganze Zeit rumfährst, aber immer noch keine Alien-Base gefunden hast. Mhm. Das nimmt den Kompass an. Ja. Siehst du irgendwo eine Alien-Base mit einem Kreis drauf? Ich sehe einen lila Kreis mit einem Punkt. Ja, nee, ja, also mit weißem Punkt. Ja. Genau, da ist eine unaktivierte Base wahrscheinlich. Doch, garantiert sogar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach eine Base ist, die gedingst ist, aber kann sein. Nee, ich hatte eben was gepunktet, dann habe ich aktiviert und dann wurde daraus ein Dreieck. Das Dreieck soll dann, glaube ich, mal und das ich Portal. Ein Jetpack. Yeah. Scheiße, Wichser. Gib dir mir das mal nur kurz lang. Ich gebe dir das auch vielleicht zurück. Was habe ich jetzt mitgenommen? Ja. Ja, ich habe schon die Alien Base gefunden. Ich hoffe mal, die ist unaktiviert. Sehen wir aber jetzt wirklich, ob sich meine Vermutung bestätigt als Text. Bitte. Bitte nicht, meinst du, oder? Doch, natürlich, bitte. Warum sollte ich noch weiter rumfahren wollen? Wenn du nicht willst, dass ich recht habe. Ja, ist nicht aktiviert. Ich habe recht, alle mit Kreisen sind unaktiviert. Alles klar. Keine Ahnung, was du ganze Zeit machst. Also 15 Minuten rumfährst und immer noch keine Base findest und ich in 15 Minuten zwei Base aktiviere. Ist aber ein wichtiger Faktor, das zu wissen. Ach du Scheiße, jetzt haben Gebirge. Und
anschließen. Und die wird aktiviert, als jetzt. Schön für Sie. Danke, Bro. Danke, Bro. Digga, es ist so insane. Ich habe eine Windturbine und dadurch kann ich die ganze Zeit fahren. Ja, siehst du, das meinte ich doch vorhin. Ich glaube, das ist ja mein Rover, also den zweiten Rover, meine ich. Ja, ich glaube, die ist auch unaktiviert. Ja, also, ja. Ich bin jetzt fertig. Ja, okay, ich dann weiß gar nicht mehr, ob ich genug Batterien dafür habe. Du brauchst 7 volle Batterien und du musst die irgendwie gleichzeitig aktivieren halt. Warte mal, lass mich mal kurz gucken, vielleicht komme ich zu dir noch. Du bist dort. Ah, du bist ziemlich weit weg. Egal, ich versuche zu dir zu kommen. Ah, okay, also ich komme zu dir. Okay, egal wo man ist, man kriegt sofort die nächste Base angezeigt, die am nächsten ist unaktiviert. Keine Ahnung, was du zur Hölle gemacht hast. Das sieht schon schlimm. Soll ich vielleicht meine organischen Ressourcen wegwerfen, um Kopfball mitzunehmen? Ah, das war's wohl mit der Rover-Action. Ja. Scheißegal, wir haben ja eh schon alles. Okay. Ja, hast du mir gut. Ah, nee, das Problem ist, ich würde dann sterben mit meinen ganzen Items. Fahren wir beide nach Hause? Oder? Nee, du musst erst die Base aktivieren. Ja, wenn ich die Base habe. Ja. Dann können wir nach Hause. Dann und dürfen dann, wir nach Hause. Fliegen wir in der nächsten Folge zum Mars-Mond. Mars-Mond. Jetzt im Kino. Auf Funkom. Musik ist ziemlich nervig. Na, ist aber so leise wie ein Stück Kacke. Und ich hab's auf 100% gestellt. Okay, hab den Rover easy gesaved. Mhm. Aber ziemlich easy. Knapp. Ich bin so ein Vollidiot, wenn ich hier jetzt verkacke. Also dann bin ich auch komplett Leiner selber dran. Warum mache ich es mir auch immer so gefährlich? Ich habe das Gefühl, ich will einfach nur selber mich selber frustrieren. Ja, nee, komm, was hast du? Das geht jetzt einfach nicht. Sei nicht dumm wie immer. Sei einfach mal klüger als du selbst. Ich komme. Wie komme? Komm zu dich. Was machst denn du eigentlich da so lang? Ich stelle kleine Generatoren. So. Ich lasse jetzt den Bohrer so an. So, zack. Du brauchst 3 Generatoren, falls die Frage ist, ne? Achso, ja, ich hab 4. Was ein Anfänger. Nicht mal die Videos zu Ende geguckt. Das Video, meine ich, sorry. Das eine. War doch ein bisschen unpassender. Ein bisschen. Da war mehr drin, als wir gedacht hatten. Ja, ich sehe da hinten das Licht. Ich komme mit meinem Baby. Ich sehe jetzt Licht. Merkst an dem, dass da irgendwas falsch ist? Warum? Ja, weil man so stirbt mäßig. Ich sehe Licht. Ich laufe auf euch zu. Ich hab's. Nein, hast du noch nicht. Da ist immer noch ein Kreis bei mir. Bitte noch ein Kreis, immer noch ein Kreis. Ach, schenk mir nicht da. Ich will noch da sein. Da. Nein, irgendein Berg. Nein, Daumen hält mich auf. Warum lass mich durch? Jetzt noch ein Busch! Ja! Alter, die halten mich alle. Ja! Yeah. Nein. Ja! Yeah. Ich bin da! Das ist eine Höhle! Yeah! Egal, was das wert. Ja, ja. Ja, okay, gut. Und wie kommen wir jetzt nach Hause? Hey, mit dem TP da.
Mit was? Willst du den Master nochmal nach Hause fahren? Nö. Du? Und du? Doch eigentlich schon. Ja, aber ich müsste. Ja, ist das, was mich überzeugt? Ey, gib meinen her. Oder ist mir eigentlich egal. Ah, okay. Wo war deine? Hab ihn gar zurückgebracht. Der ist in die Höhle gefallen. Danke, ich auch. Achso, ja, gib mal meinen her. Ja, jetzt bin ich auch schon so weit weggefahren. Gib her. Komm zurück. Du kriegst keinen Nachtisch. Okay, warte nicht. Ich helfe dir sogar beim Ausfahren. Nee, ich bin schon so oft damit irgendwo reingefahren. Ich weiß schon, wie das geht. Nein! Oh, was hab ich da eben reingefahren? War vielleicht ein bisschen sehr nicht schräg. Geh weg, ich weiß, wie das geht. Mach's einfach hier. Digga, bitte lass das einfach. Es ist fertig. Oh, wir können zusammen jetzt nebeneinander fahren. Ja, wo ist unser Zuhause da? Eine Stunde. Jetzt erst als Vertrauen. Okay. Ich TP mich einfach hin. Ah, du denkst, du bist schlau, wenn du außen rum gehst, aber ich gehe voll Risiko. Was? Ich fahr da auch gerade durch. Was ja, aber du hast gerade vor, so. Ja. Obwohl gerade nicht mal ganz. Nein! Die Wurzel! Ey, was? Hilfe! So unfair. Ich wurde gescammt. Ich bin noch weit hinter dir. Ich fliege. Der Stein. Der aussieht wie Gras. Warum sieht alles wie Gras aus? Ja, ja, schon gefällt. Nein! Ja. Ja. Wie findet ihr das Motorrennen? Hä? Hast du aufgegeben? Rocco? Oh mein Gott, ich bin vor ihm da. Leute, wie findet ihr das? Von 1 bis heftig, wie heftig ist das? Und was sind diese grünen Kreise? Ach so. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht mein Internet ausgefallen. Oder seins. Die Hauptsache ist, ich bin vor ihm. Das sind Leitungen. Aber halt langfahren. Ich glaube, es liegt am Niem. Ihr werdet in seiner Folge sehen, was passiert bei ihm. Wieso seine tragische Mutter sterben musste. Und wieso es ihn trotzdem noch anbrüllen kann. All dies und sehr viel weniger in der nächsten Folge. Bei ihm. So, darüber. Wie fandet ihr das Wettbewerb? Ich habe es natürlich zuerst geschafft, denke ich mal. Ist ja noch nicht entschieden. Aber ich sehe es schon. Und da fahre ich auf die Zielgerade. Und ich bin in der Base vor ihm. Wie heftig findet ihr das? Tschüss.